Basque wiederum hat bis jetzt noch nie verloren. Ja, hier sind wir im Linzer Stadion. Das ist die große Überraschung. Das ist Thomas Laschinger, 19 Jahre alt. Ihm wurde heute von Trainer Milanovic der Vorzug gegenüber Samrikit und Eisenkrück gegeben. Mit diesen beiden Torleuten war Milanovic zuletzt nicht zufrieden. 8500 Zuschauer im Linzer Stadion, der LASK vor der Pause von rechts nach links, wie gesagt, als großer Favorit in dieses Spiel gegangen. Aber meistens haben sich in der Linzer Derbys die Außenseiter durchgesetzt und das ist die erste Möglichkeit für die Athletiker durch Christoph Westerthaler, dem Tiroler. Von Beginn an sind aber die Werksportler der SK Vöst die dominierende Mannschaft. Ein Foul hier an Müller, Klaus Lindenberger, der Teamtormann. Und wie immer Heider bei solchen Freistößen und glänzend gemacht von Klaus Lindenberger. Der LASK erstmals wieder mit Passecker nach seiner Leistenoperation. Beim SK Vöst, wie gesagt, die Überraschung, Tormann Laschinger. Bei den Athletikern fällt auch noch Wolfgang Nagel, Freistoß Grüneis. Und die zweite Möglichkeit vergeben durch Dantlinger. Der SK Vöst lässt den Ball laufen, das ist wieder Gerald Heider. Bei fast allen Vöst-Angriffen ist er mit dabei. Speer und ein Foul von Christian Lehermeier. Speer, der Vorstopper des SK Vöst, der im Unter-21-Team in Albanien eine hervorragende Leistung geboten hat. Hier wieder Klaus Lindenberger und Heider aus allen Distanzen und wieder großartig reagiert von Lindenberger. Vor der Pause hat das Spiel einiges in sich. Das ist Müller, beide Mannschaften relativ offensiv, aber der SK Vöst doch etwas mehr am Ball. Zellhofer und Heider wieder, diesmal hat er es mit der Ferse versucht. Das ist also Passecker, als linker Verteidiger wieder aufgestellt, weil der Pole Geider verletzt ist, Hans Größ. Buschiert sehr viel in dieser Begegnung. Frank Grüneis steigert sich von Spiel zu Spiel. Und Achtung, Rot, Tor! 1:0 in der 24. Minute. Der LASK also der große Favorit in diesem Spiel in Führung. Wir sehen das gleich noch einmal. Hier freut sich Andi Roth. Es ist übrigens sein 9. Saisontor, obwohl er 3 Monate lang verletzt war. Noch einmal diese weite Flanke von Grüneis. Andi Roth zwischen Popperitsch und Speer. Und hier sieht Tormann Laschinger nicht sehr gut aus, aber Co-Trainer Peppe Higgesberg hat gemeint, hier hat er keine Chance gehabt bei diesem Ball. Aber weiterhin der SK Vöst. Direkt zum Anstoß weg im Gegenzug Jürgen Werner und wieder Klaus Lindenberger. Also nach Chancen könnte der SK Vöst schon 2 oder 3:1 führen, aber der LASK liegt mit 1:0 in Führung. Das ist Rabic anstelle des gesperrten Meister heute eingesetzt. Wieder Zellhofer bringt viel Schwung ins Mittelfeld. Wieder Gerald Heider und wieder Klaus Lindenberger. Es ist unglaublich, was heute Lindenberger erhält. Das ist Janosch Kondert, bekannterweise ab Sommer Trainer des SK Vöst, heute aber noch auf der Betreuerbank des LASK. Der LASK baut die Angriffe sehr bedächtig auf. Libero Christian Lehermeier. Peppe Higgesberger war sehr beeindruckt von seiner Leistung. Gibt es einen Outline-Wurf für den LASK. Das ist wieder Torschütze Andi Roth. Achtung, Westerthaler, 2:0. Und das nach 32 Minuten, also 8 Minuten nach dem Führungstor. Das 2:0 durch Christoph Westerthaler. Der Tiroler in den Reihen des LASK. Sein 12. Saisontreffer. Im Sommer wollen ihn die Linzer Ganze werden. In der Wiederholung sehen wir, dass sich Westerthaler gegen Schill durchsetzt. Schill kommt etwas zu kurz. Und der LASK führt mit 2:0. Doch etwas überraschend, vor allem dem Spielverlauf nach. Und außerdem hatte man gerechnet, dass der Außenseiter eine stärkere Leistung bieten würde. Popperitsch bei beiden Toren etwas mitbeteiligt, rückt dann ins Mittelfeld. Speer geht als Libero zurück. Und der SK Vöst mit der nächsten Chance. Wieder durch Heider und wieder Lindenberger.
knapp 9000 Zuschauer im Linzer Stadion. Es ist sehr, sehr heiß. Das Spiel stellt also konditionell an die Spieler einige Anforderungen. Schöner Pass von Kenzi Rabic und diesmal kann sich Laschinger auszeichnen. Dann ein Foul von Müller. Es gibt einige Härteeinlagen in dieser Begegnung, auch einige gelbe Karten. Hier sehen wir eine für Müller. Das ist also dieser 19-jährige Laschinger, wahrscheinlich für das Derby doch etwas überfordert. Freistoß Größ. Achtung und 3:0. Torschütze Passecker. Erstmals seit November wieder in der Kampfmannschaft. Und er erzielt per Kopf vor Poparic. Wir sehen es hier ganz genau. Poparic geht auch in die Höhe, aber Passecker ist schneller. Und der Lask führt sensationell mit 3:0. Das war in der 40. Minute. Hier der Torschütze Passecker. Hier haben wir Pepe Higgesberger. Und das 3:0 ist auch der Pausenstand hier im Bild. Roth, Westerthaler und Passecker, die Torschützen. Nach der Pause flaut das Spiel ziemlich ab. Es gibt kaum gelungene Aktionen, so wie hier durch Jürgen Werner. Zrafkov kommt beim SK Vöst als dritte Spitze anstelle von Poparic. Milanovic nimmt also einen dritten Stürmer anstelle eines Verteidigers ins Spiel. Dann Westerthaler, erster Versuch, zweiter Versuch und er verzieht knapp. Deske Föst muss natürlich jetzt alles nach vorwerfen. Wartinger hat auch im Mittelfeld schon stärker gespielt, sehr klug gemacht jetzt von Jürgen Werner und dann der Pech an das Lattenkreuz und Zrafkov, der Jugoslawe, ganz selten beim SK Föst eingesetzt. Das war ein Kunststück, diesen Ball nicht im Tor unterzubringen. Hier haben wir dann Schill, Stöffelbauer, der eingewechselte Heitzinger. Stöffelbauer und ein guter Schuss von Stöffelbauer, dem linken Mittelfeldspieler des SK Vöst. Der Lask kann jetzt kaum mehr zusetzen. Konditionell wirken die Werksportler etwas stärker, aber sie liegen mit 0:3 hinten. Heider, Böhli, der rechte Verteidiger. Geht alles sehr langsam. Hier wird es dann Jürgen Werner zu bunt. Und ans Außennetz. Jürgen Werner, der noch weit von seiner Bestform entfernt ist. Dann wieder Jürgen Werner. Hier im Duell mit Kenzi, der bei den Athletik eine starke Leistung im Mittelfeld bietet. Und ein Foul von Kenzi. Schiedsrichter Wörer hat das Spiel sicher im Griff. Der aus Lindenberger richtet die Mauer ein. Es tut sich sehr wenig in den zweiten 45 Minuten, sehr zum Ärgernis des Publikums und keine Probleme hier bei diesem Schuss von Heitzinger. Jetzt die letzte Aktion in dieser Begegnung, Hans Gröss. Und an die Stange, das hätte das 4:0 sein können, Braun trifft dann noch das Außennetz, es bleibt beim 3:0 Sieg des Lask und was sagt dazu Lasttrainer Hans Kondert? Aus meiner Sicht ist das Spiel so verlaufen, dass wir verdientermaßen gewonnen haben. Und entscheidend waren sicher die zwei schnellen Tore hintereinander. Diesen Doppelschlag konnte Föst nicht verkraften. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nur noch begnügt, das Ergebnis zu halten. Wir hätten sicher noch mehr darauf zulegen können. Lask gegen Föst. Föst ist überlegen, aber der Lask geht mit 1:0 in Führung. Flanke von Grüneis. Rot, das ist das 1:0. Der junge Tormann Laschinger sieht hier nicht gut aus. Dann nach Vorarbeit von Rot durch Westerthaler das 2:0. Und durch Passecker, der erstmals nach einer Leistenoperation wieder spielt, noch das 3:0 vor der Pause, das auch den Endstand in Linz bedeutet. Was Sie nicht gesehen haben, Sturm Graz gegen den Sportclub 1:0. In der Tabelle hat die Austria jetzt nur noch 3 Punkte Vorsprung